Ja, jetzt nach 22 Uhr kann man den Text jetzt, glaube ich, bringen. Wir bleiben mal so ein bisschen halb romantisch. Möchte jemand diesen Text hören? Ja. Danke für alle, die den hören wollen. Ja, ich als Poet werde öfters gefragt, wie sieht bei dir so ein romantischer Abend aus? Dann habe ich mir gedacht, schreibst du mal einen Text drüber, wie so ein romantischer Abend aussieht. Und der Text heißt Gemeinsam dichten. Romantisch lud ich dich zum Dichten ein, bei Kerzenschein in meinem Haus. Wir sahen uns tief in die Augen und packten unsere Lyrik aus. Ich goss zwei Gläser Rotwein ein, ein Tropfen rann am Glas herab und perlte über dein Papier und du lecktest ihn mit deiner Zunge ab. Dann hingen wir an unsere Lippen und trieben beide wilden Text. Wir schrien und flüsterten uns an und klebten an unseren Fersen fest. Dir wurde warm auf deinen Knien, du blicktest zu mir auf und lauschtest der Poesie, herausgeschrienes Gedicht von mir, an der du dich berauschtest. Ich liebte deine bunten Reime, die du geschrieben mit der Feder. Selbst hattest du ja keine. Du nahmst die meine und funktest sie stets ein in deine Kette. Ich steckte zwischen deinen Zeilen, du triebst mich an geheime Orte. Dein spoken word ließ mich verweilen, deine sanft gehauchten Worte. Ganz tief konnte ich in dir lesen, starrte auf deine vollen Blätter, voller Stilblüten in feiner Schrift und Poesie im wild ausschweifenden Wetter. Du hast den Spannungsbogen aufgebaut und mich mit Textfetzen belohnt, die du mir flüsternd zugerufen hast und dabei stets den Schlussakkord betont. Unsere Lippen bewegten sich im Rhythmus der Worte, die auf- und niederschwangen und peitschten uns auf den Höhepunkt des Werkes bis zur Erschöpfung, während die letzten performten Zeilen im endlos stillen Raum verklangen.